Carsten Hilse. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, zu Beginn der Realitätscheck. Verbrauch in Deutschland 7 Uhr 63 Gigawatt, konventionelle Kraftwerke 49 Gigawatt, Wind und Sonne 3,5 Gigawatt. Kommen wir zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates. Unter Punkt 5 wird die Energiekrise behandelt. Es wird auch beschrieben, wie diese behoben werden soll mit der Verdreifachung der Nennleistung von Photovoltaik- und Windindustrieanlagen von 128 auf dann 360 Gigawatt Nennleistung. Allein die Photovoltaikanlagen sollen dann eine Nennleistung von ca. 230 Gigawatt haben. Aber wie viel Strom werden sie real liefern? Heute früh um 7 Uhr lieferten knapp 70 Gigawatt Nennleistung 0 Gigawatt. Sollte es der Bundesregierung nicht gelingen, bis 2030 auch nachts die Sonne scheinen zu lassen, werden die dann 230 Gigawatt Nennleistung am 26.01.2030 um 7 Uhr, genau, Sie haben es erraten, 0 Gigawatt liefern. Ich weiß, dass die grünen Kommunisten mit Physik auf Kriegsfuß stehen, aber hier offenbart sich auch eine Mathematikschwäche. 70 mal 0 ist 0, genauso wie 230 mal 0. Und bevor Frau Nestle wie in der letzten Sitzung wieder herumschreit, dass Wind und Sonne vor 3 Wochen doch 30 Gigawatt geliefert hätten, erstens, Strom muss genau in dem Moment zur Verfügung gestellt werden, in dem er gebraucht wird. Zweitens, elektrische Energie kann man nicht speichern. Sie können, so wie Sie es vorhaben, die elektrische mit hohen Verlusten in chemische Energie umwandeln, zum Beispiel in Wasserstoff. Dabei gehen allerdings bei Verwendung von sogenannten Erneuerbaren ca. 75% der Eingangsenergie verloren. Zudem hat Wasserstoff eine geringe Energiedichte. Die höchste Energieausbeute haben Kernkraftwerke. Bei der Spaltung eines Atoms wird millionenmal so viel Energie wie bei der Verbrennung eines Wasserstoffatoms nutzbar gemacht. Bei der Produktion von Wasserstoff mit sogenannten Erneuerbaren ergibt sich ein bis zu 1000-mal höherer Flächenverbrauch. Es wäre also verantwortungsvoll, Herr Minister, wenn im nächsten Jahreswirtschaftsbericht stände, im Jahre 2023 sind wir aus Vernunftgründen wieder in die Kernenergie eingestiegen. Preiswerte und jederzeit zur Verfügung stehende Energie ist der Schlüssel zu einer funktionierenden Wirtschaft und damit zu Wohlstand und der Möglichkeit, die Produktion minimalinvasiv zu gestalten. Sie machen genau das Gegenteil. Sie verknappen und verteuern Energie. Sie wird maximal invasiv produziert und zerstört damit die Lebensräume unserer Flora und Fauna. Aber bald müssen wir uns ja darüber keine Gedanken mehr machen, wenn der Krieg, den Sie mit der Lieferung von Kampfpanzern befeuern, anstatt einen diplomatischen Ansatz zu finden wegen unserer offensichtlichen Kriegsbeteiligung nach Deutschland kommt, müssen wir uns über Wasserstoffstrategien und sonstigen Firlefanz keine Gedanken machen. Sagen Sie dann aber nicht, das konnte keiner ahnen. Ich warte mal, bis das Pult etwas höher gefahren wird. Nächster Redner für die FDP-Fraktion.